Also dann kommen wir hier raus. Da oben ist... Nein, das wollte ich machen. Da oben ist eine Tür, durch die wir eventuell durch können. Da geht's nicht lang. Da sind komische Symbole. Die Pflanze will ich töten. Genau so. Und jetzt einfach... Stirb, Pflanze. Genau so. Ja, ich weiß. Einfach direkt reinlatschen, sobald es geht. Und vielleicht kommen wir hier irgendwie hoch. Können wir uns an der Kiste hier hochziehen? Ja! Nein! Ja, das war wieder mal typisch. Und vielleicht ist da ja jetzt ein kleiner Schlüssel drin. Das wäre wirklich praktisch. So, am besten hier... Oh. So leicht daneben zielen, genau so. Und dann hoch, also kicken. Ich hatte schon Hoffnung und dann... Bam, Hoffnung zerstört. Super. Also Stirbskulptula... Bisschen darüber zielen, genau so. Und ich habe ein goldenes Kultursymbol bekommen. Haben wir hier Efeu oder halt Ranken? Sieht nicht so aus. Nö. Können wir uns hier hochziehen? Nein. Boah! Das war knapp. Also hier runter. Vielleicht... Aua. Okay, damit ist der Octorok tot. Aber das hilft uns trotzdem nicht weiter. Okay, dann... Navi kann uns, denke ich mal, nichts sagen, oder? Hier kann ich mich auch nirgendwo hochziehen. Oder? Nö. Schade. Also gucke ich nochmal. Nee, da war ich ja eben gerade. Ja, ich laufe mal wieder planlos durch die Gegend. Und ich brauche noch einen kleinen Schlüssel. Wo war ich denn noch nicht, wo ich eventuell hin könnte? Ich guck mal, ob ich da in den Raum links. Moment, ich zeige euch den Raum. Also in dem Raum, hier, da gehe ich einfach mal rein. Alter. Genau so. Aber nee, ich glaube, dazu müssen wir irgendwie hoch. Schade. Also. Da kann man hoch. Da ist eine böse Pflanze. Kann man da irgendwie hoch? Ich guck mal, ist denn da irgendwie eine Leiter oder sowas? Sieht, glaube ich, nicht so aus. Guck ich mal weiter auf der Karte. Ja, genau da hinten kommen wir nicht lang. Da geht's auch nicht weiter, das kennen wir schon. Da ist, denke ich mal, der Boss oder so etwas. In den unteren Raum müsste man reinkommen. Aber leider komme ich da nicht hoch. Und da sind drei Eingänge. Die sieht man ja. Und hier kommt man auch nicht lang. Ist hier vielleicht irgendwas im Untergrund oder so versteckt? Ich denke mal ehrlich gesagt nicht. Graben kann man ja auch nirgendwo. Wie kommt man denn da lang? Da muss man über den anderen Raum. So, stirb, Pflanze.
Stirb. Ich glaube, an den Pflanzen kann man sich auch nicht hochziehen. Also an den Bösen. Nö. Sieht nicht gut aus. Da ist eine Tür. Also gehen wir hier mal wieder ganz wieder raus. Und dann in den Nachbarraum. Ja. Und dann geht's hier lang. Unsere Lieblingsspinne ist wieder da. Stirb. Und dann geht's hier lang. Stirb, du Viech. Und können wir uns hier irgendwo festhalten? Sieht irgendwie nicht so aus. Ah, vielleicht kann man von da oben runterspringen. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Hier sieht man halt diese Seildinger und ich denke mal, die sollen einen zurückhalten, sodass man das nicht macht. Aber Kisten oder so haben wir ja auch nicht, die wir da drunter schieben können. Ja, wir haben schon eine Kisten, aber die haben wir schon benutzt. Also hier lang. Und dann... Nee. Da erreicht man das nie. Dann eventuell... Was ist denn da oben? Achso, das ist... Ah genau, da wollte ich hoch. Ich musste mich nur gerade kurz orientieren. Dann so... Dann hier kommt man nur wieder runter. Und dann interessiert es mich, ob man hier raufkommt. Nein. Ach, das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Ja, das Auge müssen wir wohl irgendwie aktivieren. Fragt sich nur, wie. Die Schleuder haben wir ja leider nicht mehr. Hier kommt man da, daher. Dann geht das hier hoch. Und dann hier hoch. Und dann da wieder lang. Dann haben wir da unseren Drehkorridor. Können wir den irgendwie austricksen? So, stirb, du Vieh. Und du sollst auch sterben. Aber erst höre ich mir ganz kurz an, was Navi dazu zu sagen hat. Eine blaue Knochenfratze, wehre ihren Angriff mit deinem Schild ab. Okay. Na, jetzt sind sie eh tot. Ist hier an der Decke irgendwas? Nö. Und das Auge kann man auch nicht anschießen, soweit ich mich erinnere. Genau. Haben wir noch irgendein Item, das uns helfen könnte? Nö. Dann gehen wir einfach mal hier rein. Vielleicht bringt es ja was, wenn wir hier an der Seite lang gehen. Nö, bringt nichts. Also... Hier geht es rein theoretisch lang. Vielleicht kann man auf die Truhe hier irgendwie drauf springen. Genau, eventuell funktioniert ja das. Nö. Blöde Bombe. Aber hier gibt es ja auch so... So wie ich das sehe, gar keinen Eingang. Also wird man diesen Gang hier wohl auf irgendeine Weise überlisten können. Also wenn ich hier jetzt lang gehen
Navi. Du benötigst einen Schlüssel, um solche Türen öffnen zu können. Ja, das wissen wir. Okay, und wenn ich jetzt hier drauf gehe, was bringt mir das dann? Kann ich mich hier ein bisschen umsehen? Und es gibt weit und breit keine Türen. Also muss man wohl irgendwie diesen Gang überlisten können. Kann das eventuell, indem man sich hier lang zieht oder so? Sieht irgendwie nicht so aus. Oh, wie soll das denn gehen? Kann man... Ich frag mal ganz kurz Alia. Nee. Nee, ich muss mal wieder gucken, wie das geht. Ja, ich bin leicht vergesslich. Salias Lied, genau. Aber ich denke mal, sie kann uns eh nichts sagen. Willst du mit Salia sprechen? Ja. Hallo Dring, ich bin es, Salia. Hörst du mich? Großartig, du hast es geschafft. Ich wusste, dass ich wieder von dir hören würde. Ich bin im Waldtempel, aber sie hilft mir auch nicht. Also wir brauchen irgendwoher einen Schlüssel. Aber fragt sich nur, wo dieses irgendwoher ist. Können wir hier noch irgendwie eine Waffe oder so kriegen? Da kommen wir auch nicht rüber. Also auf jeden Fall so, wie ich das sehe. Stimmt. Ja. Das Auge können wir auch nicht auf keine Weise aktivieren. Hier sind auch nirgendwo kleine Truhen. Ach, dann gehe ich einfach nochmal den Weg von vorhin lang und guck, ob ich da irgendwas übersehen habe. Dann stirbt noch. Du. Und zieh dich da hoch, Link. Jetzt schnell hoch.